Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und Abonnenten. Heute dachte ich mir einfach mal, spielst du mal dieses Battlefield Play for Free? Ich weiß, es ist schon alt, basiert auf der Battlefield 2 Engine. Keine Ahnung, ob ich darauf gestoßen bin oder eigentlich weiß ich es doch. Ich habe irgendwie nach Command & Conquer was gesucht und bin dann plötzlich auf diese Play for Free Beta irgendwo geraten und bin dann plötzlich auf dieses Spiel geraten und dachte mir einfach, komm, du spielst ja auch Battlefield 3. Guckst du mal das Spiel einfach rein. Ich muss sagen, Steuerung ist ein bisschen ungewöhnlich manchmal von der Reaktionszeit, wenn man die ganze Zeit Battlefield 3 gespielt hat. Vor allem irgendwie kann man die Tasten mit der Maus gerade nicht durchscrollen. Ich bin halt ein Scroller. Um die Waffen zu switchen, muss man hier halt die Nummern tippen. Daran kann man sich aber schnell gewöhnen, wie man sieht. Geht irgendwann auch leicht von der Hand. Ja, Grafik, wie gesagt, Battlefield 2 ist aber auch nicht so schlimm. Es macht trotzdem relativ viel Spaß. Ich spiele hier die Klasse Recon, also den Scharfschützen. Es gibt insgesamt auch die nochmal insgesamt vier Klassen. Den Medic, den Engineer und den Assault. Also sprich den Sturmsoldat, den Medizinmann. Also in dem Falle müsste das, was ist denn das, ein Dings, keine Ahnung. Und den Engineer halt. Der heißt aber, glaube ich, auch überall Engineer. Auch in Battlefield 3 wird er so genannt. Und ich glaube, da gibt es keine, haben sie noch keine deutsche Übersetzung für gemacht. Ja, schießen uns hier so ein bisschen durch. Sind jetzt hier gerade auf so einer kleinen Map, die einen auch irgendwie so vom Style her dann klar bekannt vorkommt. Obwohl auch die Grafik schon, ja, was auf dem Buckel hat, schon ein bisschen was. Muss ich sagen, es ist immer noch relativ spielbar, relativ lustig. Problem hier bei dem Server, der fängt irgendwie zwischendurch mal gerne an zu ruckeln, also zu laggen. Wobei ich dann so kleine Lags verspüre im Bild. Das liegt nicht an der Aufnahme, die Aufnahme war kontinuierlich flüssig, immer 60 FPS, was das Ding halt so hergibt. Geht theoretisch auch mehr, habe ich jetzt aber nicht mehr eingestellt. Werde das hier jetzt auch erstmal schön dick überfahren. Ja, bin noch nicht der Beste, bin auch erst gerade damit angefangen. Sieht man daran, was er immer diese neuen Texturen nachladen muss, das dann auch in Ruckland verbunden ist. Die mussten sie erst live aus dem Internet laden. Und südlich bin erst Rang 2. Hat aber nichts zu sagen, das gilt ja trotzdem. Jetzt ist die Frage natürlich, wie finanziert sich dieses Spiel? Play for Free Battlefield, okay. Ist ja sehr nette Geste von E. Wie alle Play for Free Spiele gibt es natürlich einen Item Shop. Da kannst du dir dann eine neue Waffe kaufen oder halt sie, glaube ich, erspielen, denke ich mal auch. Weiß ich jetzt aber nicht genug sind, bin dafür noch nicht lang genug drin. Kannst du halt erkaufen, bestimmte Sachen, Hüte, Rüstungen etc. pp. So was du deinen Soldier ultimativ ausrüsten kannst. Musst du aber zwangsläufig nicht. kannst du einfach so wie ich jetzt hier mal so eine Runde zocken. Wenn du gerade mal, was ich, keine Lust auf Battlefield 3 oder alle Spieler ist, was du gerade momentan spielst. Ja. Laufen wir jetzt noch ein bisschen über die Map und probieren unsere Sniper-Skills zu verbessern, wobei hier gerade jemand probiert, unseren Panzerfahrer, also unseren Kollegen im Panzer abzuschießen. Haben wir Gott sei Dank gut veraltet. Da sehen wir dann noch einen, ich allerdings nicht so wirklich treffe. Ich habe ja noch nicht so wirklich Aiming in dem Spiel gerade. Also jetzt habe ich ihn mal getroffen, aber so ganz, ja. Ja, Aiming habe ich noch nicht so gesehen. Okay, ich habe es jetzt gerade geschafft, ihn zu töten. Er war auch eine Dumpfbacke, er stand da einfach nur rum. Ja, gucken wir mal rum. Ja, und gucken mal, ob wir noch irgendwo was snipern können. Manchmal sieht man schon kurze Anmerkungen im Spiel. Da hinten ist jetzt weg, dann ist es wieder da. Ja, ist relativ schwierig, Ziele so weit entfernt zu treffen. Man muss dann immer so ein bisschen analysieren. Habe jetzt den Punkt gefunden, wie ich ihn treffe. Treffe ihn dann direkt auch gleich nochmal. Ups, da ist was im Weg. Oh, ah, da kommt man schnell weg. Geh schnell weg. Ja, da ist so ein kleines LAV. Die ist in Battlefield 3 heiß gekommen und ja. Nochmal zu dem Spiel allgemein zurück. Natürlich sind hier auch ganz normal die Elemente, die Map. Unten links die Anzeige von den Tickets, die man noch übrig hat. Man spielt hier übrigens dauerhaft den Assault-Modus. Ich meine sogar, wenn man alle Flaggen hat, ist man schnell am Gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob die hier beide eine Basis haben. Ich habe das, wie gesagt, dafür noch nicht ausführlich genug gespielt. Hat aber auch hier Elemente. Sieht oben links der Zone mit dem Rang. Unten links auch die Map mit den Punkten und Tickets beziehungsweise in der Mitte halt seine Waffen und rechts die Ammunition und sein Leben. Rechts oben ist der Chat. Also die Verfolgung, nicht der Chat, sondern was gerade passiert. Also der Action-Chat, sag ich mal. Und links unten über der Map ist dann direkt der Chat. So ganz blicke ich mit diesem Chat-Einstellung noch nicht ganz durch. Ich habe da herausgefunden, was man mit Enter halt im Team-Chat schreiben kann. Das ist schon mal hervorragend, was ich da schon mal herausgefunden habe. Ja, aber sonst kann man nicht viel zum Spiel sagen. Man muss es einfach mal selber spielen. Also ich persönlich finde es trotzdem, dass es ein bisschen
dynamischer sein könnte, ein bisschen schneller von der Bewegung her. Ganz okay, Spiel zwischendurch, kann man das immer mal gerne spielen, kostet ja schließlich auch nichts, von daher, ja. Und sieht auch dementsprechend noch relativ schick aus, also schick ist jetzt, muss man anders interpretieren, es ist jetzt nicht halt wahnsinnig geil, schick mit tollen Effekten, aber lässt sich halt auch auf einem Low-Rechner, das heißt Low-Rechner, halt auf einem Mittelklasse-Rechner darunter auch ganz einfach spielen. Das ist dann nicht das Problem. Ja. Das ist relativ schön. Wir spielen jetzt hier noch ein bisschen mit Sniper, gucken ein bisschen um. Ich konnte die Map so ein bisschen beobachten. Ich werde es gleich hier die Schnauze halten. Habe jetzt ja auch ganze 6 Minuten lang geredet. Das sollte dann reichen. Und könnt euch dann einfach mal selber einen Eindruck machen auf battlefieldforfree.com/en. Und da könnt ihr euch einfach einen Soldier erstellen und registrieren, wenn ihr noch keinen EA-Account habt. Ansonsten könnt ihr euch da einfach einen Soldier erstellen. Und dann, ja, loslegen. Wie ihr auch gerade seht, habe ich mir jetzt gerade Ammo noch geholt. Manche Kollegen reagieren drauf und bringen ein Ammo. Aber sonst ist halt wie alles Battlefield 3, weil es ist halt auch nur, ne, Battlefield 3 baut ja auch im Endeffekt nur auf 2 auf. Und ja, es gibt sogar das ganze mal ein Q-Menü und fahren jetzt noch einen über. Ja, meine Reaktionszeit ist hier noch nicht so ganz toll und so ganz klar. Geht das Ding hin und ich werde jetzt F2 drücken, müsste ich jetzt nochmal schon gewechselt haben ins Ding. So, da kriegst du sogar Ziel mit der Steuerung, wie ihr seht, und dann bin ich halt auch tot. Gut, ich bin ja mal ruhig und lasse euch die restlichen Minuten hier noch alleine. Dankeschön schon mal fürs Schauen, euer Sanchez.